Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Neuerscheinungen gehen, und zwar um die Neuerscheinungen für den Oktober 2022. Ich habe mal wieder einige spannende Titel rausgesucht, die mich persönlich ansprechen oder bei denen ich denke, dass sie euch ansprechen können. Und wie immer starte ich mit den deutschen Neuerscheinungen und komme danach zu den englischen Neuerscheinungen. Und ich starte am 4. Oktober, da erscheint nämlich unter anderem Crushing Colors von Tammy Fischer. Summer Andrews genießt ihr Leben in vollen Zügen, vor allem die vielen Partys und Dates. Doch es gibt eine Sache, über die sie nicht spricht. Sie war noch nie verliebt und fragt sich allmählich, ob sie dazu überhaupt in der Lage ist. Als über die Feiertage all ihre Freundinnen verreisen und Summer ausgerechnet mit Brigham, ihrem nervtötenden Nachbarn, allein zurückbleibt, kommt es zwischen ihr und dem Frauenhelden zu einer brisanten Wette. Von diesem Moment an fliegen zwischen Summer und Brick nicht mehr nur die Fetzen, es beginnt auch gewaltig zwischen ihnen zu knistern. Besonders als überraschender Besuch vor Summers Tür steht und dadurch ihre komplette Welt auf den Kopf gestellt wird. Ja, es ist halt eben der fünfte und finale Teil von der Fletcher University Reihe. Ich habe bisher die ersten vier Teile schon gelesen. Es ist eine Reihe, die mir insgesamt ganz gut gefallen hat. Ich werde auch auf jeden Fall irgendwann den fünften Teil lesen. Mal schauen, wie schnell. Momentan, muss ich sagen, bin ich nicht so ganz extrem in New Adult Romance Stimmung. Also ich greife da jetzt momentan nicht so häufig zu. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie lange es letztendlich dauern wird, bis ich eben irgendwann mal zu diesem Buch greife. Weiter geht es dann nochmal am 4. Oktober, da erscheint dann noch ein Graphic Novel, und zwar Demon in the Wood von Leigh Whannell und Danny Pendergast. Das ist eben ein Graphic Novel, wie gesagt, mit einer Kurzgeschichte zum Darkling aus Shadow and Bone. Diese Kurzgeschichte existierte, soweit ich weiß, vorher auch schon, wurde jetzt halt eben nur nochmal neu verarbeitet sozusagen. Halt eben was für alle Fans von Leigh Whannell, von Shadow and Bone, die eben mehr aus der Welt sozusagen haben möchten. Und ich finde, so ein Graphic Novel gibt ja nochmal so ein ganz anderes Bild ab sozusagen, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist nochmal irgendwie was ganz anderes und ich freue mich da sehr drauf. Das Ganze ist ja jetzt auch vor kurzem im September erst auf Englisch erschienen und ich freue mich, dass es jetzt eben auch sehr schnell dann für die deutschen Fans eben auch auf Deutsch erscheint. Dann geht's weiter am 10. Oktober, da erscheint The Lost Crown, Wer die Nacht malt, von Jennifer Bankow. Nachtschwarz ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Räubern entführt wird. Totenbleich ist der verwundete Anführer Mirulai, der Kayas Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirulai verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betört und die Macht hat, Königreiche zu stürzen. Klingt auch nach einer interessanten, spannenden Geschichte. Habe ich mir deswegen einfach mal vorgemerkt. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ja, mal schauen, was da so die ersten Meinungen zu dem Buch sind. Dann erscheint am 12. Oktober ein Buch, das ich schon auf Englisch gelesen habe, und zwar Everlove – Bis übers Ende dieser Welt hinaus von Tanya Byrne. Autoscheinwerfer. Das Letzte, was Ash hört, ist das Zerspringen von Glas, als die Windschutzscheibe sie trifft und in 1 Million Teile zerbricht, die wie Sterne funkeln. Ash stirbt, mitten in ihrer eigenen Liebesgeschichte. Doch ihre Liebe zu Poppy ist viel zu groß, um so abrupt zu enden. Für Ash ist klar, sie muss den Tod überwinden, um Poppy wiederzusehen. Ja, wie gesagt, ich habe es schon auf Englisch gelesen. Es ist eine sehr ergreifende Geschichte, sehr traurig, tiefgründig, eine Geschichte, die halt so im Leben nach dem Tod quasi spielt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist halt eben mit viel mehr Female Romance und ich mag das sehr und freue mich, dass es jetzt eben auch auf Deutsch erscheint. Apropos, ich freue mich, dass es jetzt auf Deutsch erscheint. Es geht nämlich direkt weiter mit einem sehr, sehr gehypten Titel, der jetzt eben auch auf Deutsch erscheint, und zwar erscheint am 13. Oktober The Spanish Love Deception von Eleanor Armas auf Deutsch. Catalina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings existiert nicht. Lina hat nur 4 Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist.
Als sich ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron dazu bereit erklärt, ihr zu helfen, würde sie am liebsten sofort ablehnen. Kein anderer Mann hat sie so oft auf die Palme gebracht. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre beste und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Ja, es ist eigentlich so eine typische Hate-to-Love-Geschichte in Verbindung halt eben mit diesem Fake-Dating-Trope. Etwas, das ich persönlich sehr, sehr gerne lese. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es jetzt auch auf Deutsch erscheint. Dann geht es weiter am 19. Oktober und da erscheint Sounds of Silence von Maren Vivian Hase. Nochmal ein New Adult Romance-Titel. Tatum Sullivan fühlt sich nur sicher, wenn es still ist. Seit einem verhängnisvollen Tag in New York hat sie mit Lärm und den dadurch hervorgerufenen Panikattacken schwer zu kämpfen. Um der lauten Großstadt zu entfliehen, zog sie vor einigen Jahren mit ihrer Familie ins beschauliche Golden Oaks, Connecticut. Doch nicht einmal dort, umgeben von Seen und endlosen Wäldern, kommt Tatum zur Ruhe. Dash Adams liebt es laut. Je dröhnender die Musik in seinen Ohren, desto besser und genau deshalb hat er sich auch eine Karriere als DJ aufgebaut. Denn wenn es still ist, ist er allein mit seinen Gedanken, Gedanken, die Trauer und Schuldgefühle auslösen. Als Dash einen Freund in Golden Oaks besucht und dort auf die schlagfertige Tatum trifft, funkt es sofort. Doch können leise und laut zusammen bestehen? Ja, klingt an sich auch nach einer interessanten Geschichte. Wie gesagt, ich bin momentan nicht so in New Adult Romance Stimmung, deswegen ist das etwas, was ich jetzt noch nicht sofort bald lesen werde, aber ich wollte es trotzdem gerne vorstellen. Am 19. Oktober erscheint dann auch noch ein Folgeband und zwar das Babel-Projekt Lost Life. Das ist der zweite Teil von dieser Reihe von Jay Kristoff. Ich persönlich habe diese Reihe noch nicht gelesen, habe auch nicht so wirklich Interesse daran, muss ich sagen, aber ich wollte es trotzdem gerne mal vorstellen für alle Fans von dieser Reihe, beziehungsweise allgemein von Jay Kristoff. Dann geht's weiter am 22. Oktober mit einem Buch, das ich auch schon wieder auf Englisch schon gelesen habe, und zwar She Drives Me Crazy von Kelly Quinlan. Kein guter Tag für Basketballerin Scotty. Erst verliert sie beim Saisonauftakt haushoch gegen das Team ihrer Ex. Dann rammt sie das Auto ihrer Erzfeindin Irene und muss die Cheerleading Queen ab jetzt zur Schule kutschieren. Absolutes Desaster. Doch ausgerechnet durch den Fahrdienst kommt Scotty auf eine Idee, wie sie ihrer toxischen Ex eins auswischen und ihr eigenes Standing verbessern kann. Sie bringt Irene dazu, sich als ihre neue Freundin auszugeben. Der verrückte Fake-Dating-Plan funktioniert überraschend gut, bis es zwischen den beiden wirklich knistert und ihre Gefühle für jede Menge Chaos sorgen. Wie gesagt, ich habe es schon auf Englisch gelesen, war eine Geschichte, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat, eben auch mit Female Romance, Fake Dating, Hate to Love, viel, das ich liebe, hat wie gesagt sehr, sehr viel Spaß gemacht, kann ich sehr empfehlen und ich freue mich, dass es jetzt eben auch auf Deutsch erscheint. Dann kommt am 26. Oktober ein Buch, das mir im Englischen schon häufiger mal irgendwie so aufgefallen ist. Ich sehe es ganz, ganz oft, wenn ich bei Skript auf der Seite bin. Dann wird es mir ganz oft angezeigt und eben auch so angeboten sozusagen, dass ich das lesen kann. Und zwar ist es Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno Garcia. Mexiko 1950. Ein verstörender Brief führt die junge Noemi in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen. Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemi die Cocktailpartys der Hauptstadt ein gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands. High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemi keine Angst hat. Weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemi herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät. Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen. Klingt auch sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was da so dahinter steckt. Und werde das dann auch irgendwann bestimmt mal lesen, auch wenn ich es, wie gesagt, bisher einfach nur nicht gemacht habe. Obwohl ich es immer wieder sehe. Manchmal ist das irgendwie so, ne? Man bekommt so ein Buch immer wieder vor die Nase gesetzt, sozusagen, aber greift einfach irgendwie nicht dazu oder fängt nicht irgendwie an, das zu lesen. Aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Am 26. Oktober erscheint dann auch noch ein Folgeband und zwar Westworld Bright and Dark von Lena Kiefer. Das ist jetzt der zweite Teil von dieser Westworld-Reihe und da das Ganze ja eine Story ist, die so aufeinander aufbaut und eben nicht so ein Companion-Novel, soweit ich weiß, werde ich jetzt hier eben keinen Klappentext vorlesen. Ich habe die Reihe auch selber noch nicht angefangen, warte da erstmal noch so ein bisschen ab. Auch hier wieder New Adult Stimmung ist gerade nicht so vorhanden, aber ich habe durchaus Interesse, die auch irgendwann mal zu lesen. So, und dann habe ich noch einen letzten Titel aus dem Deutschen oder im Deutschen, und zwar ist das nochmal ein Graphic Novel, und zwar erscheint Lore Olympus von Rachel Smythe. Ich war nicht auf ihn vorbereitet, nicht auf seine Dunkelheit, nicht auf die Unterwelt, doch ich hatte keine Angst, denn in seinen Augen sah ich nichts davon. Persephone ist neu im Olympus. Die junge Göttin des Frühlings wurde behütet im Reich der Sterblichen aufgezogen, doch als sie ein Stipendium erhält und Hestias Kreis der jungfräulichen Göttinnen beitritt, darf sie endlich in die Hauptstadt der Götter ziehen. Auf einer Party verändert sich ihr Leben dann für immer. Sie trifft Hades und kann sich der Anziehungskraft, die der charmante, aber missverstandene Gott der Unterwelt auf sie ausübt, nicht entziehen. Plötzlich muss Persephone ihren Platz in dem komplizierten Geflecht aus Politik, Beziehungen und Geheimnissen finden, von dem Olympus beherrscht wird, und ihr Herz vor der Dunkelheit beschützen, die längst von ihr Besitz ergriffen hat. Ja, ist wie gesagt ein Graphic Novel, wird im Englischen ziemlich gehypt, muss man sagen. Also da habe ich ziemlich viele gute Stimmen auch schon von gehört. Ich habe selber noch nicht gelesen, habe es aber irgendwann auch vor, weil ich allgemein die Story von Hades und Persephone eigentlich interessant finde und da eigentlich ganz gerne so Retellings von lese. Es ist tatsächlich auch so, dass es eine mehrteilige Graphic Novel-Reihe ist. Also im Englischen ist jetzt auch der dritte Teil angekündigt. Ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, wann der im Englischen rauskommt, aber auch irgendwann demnächst. Ja, irgendwann werde ich es auch, wie gesagt, dann mal lesen. Damit geht es jetzt weiter mit den englischen Neuerscheinungen. Da habe ich als erstes am 4. Oktober The First to Die at the End von Adam Silvera. Das ist im Prinzip eine Vorgeschichte zu They Both Die at the End. Oder im Deutschen heißt das ja, am Ende sterben sie sowieso. In diesem Buch geht es ja darum, dass man im Prinzip an dem Tag, wo man stirbt, einen Anruf bekommt, eben mit der Information, dass man höchstens noch 24 Stunden zu leben hat. Und es geht eben um zwei Charaktere, die beide diesen Anruf bekommen haben und die sich eben durch Umstände begegnen und zusammen diesen Tag dann verbringen. Und ja, das ist jetzt wie gesagt eine Vorgeschichte, da geht es aber um andere Charaktere. Ich kann einfach mal den Klappentext vorlesen. Es ist die Nacht, bevor Deathcast live geht. Und alle stellen sich eine Frage. Kann Deathcast tatsächlich vorhersagen, wann jemand sterben wird? Oder ist es nur ein ausgeklügelter Scherz? Orion Pagen hat jahrelang darauf gewartet, dass ihm jemand sagt, dass er sterben wird. Er hat ein ernstes Herzleiden und hat sich bei Deathcast angemeldet, um zu wissen, was auf ihn zukommt. Valentino Prince startet sein Leben in New York neu. Er hat eine lange und vielversprechende Zukunft vor sich und er hat sich erst für Deathcast angemeldet, nachdem seine Zwillingsschwester bei einem Autounfall beinahe ums Leben gekommen wäre. Orion und Valentino kreuzen sich auf dem Times Square und fühlen sofort eine tiefe Verbundenheit. Aber als die erste Runde der End-Day-Anrufe eingeht, ändert sich ihr Leben für immer. Einer von ihnen erhält einen Anruf, der andere nicht. Obwohl keiner der Jungen sicher ist, wie der Tag enden wird, wissen sie, dass sie ihn zusammen verbringen wollen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr Abschied herzzerreißend wird. Ja, klingt auch wieder nach einer sehr bewegenden Geschichte, wobei ich sagen muss, dass ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es so ein bisschen zu ähnlich sein wird wie das andere Buch, auch wenn eben hier jetzt nur einer sterben soll. Aber ich habe ehrlich gesagt so eine Ahnung, in welche Richtung das letztendlich geht. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin noch so ein bisschen am überlegen, ob ich dieses Buch tatsächlich lesen möchte, auch wenn ich eben They Both Die at the End gelesen habe und sehr, sehr mochte. Allgemein mag ich eigentlich den Autor, aber irgendwie spricht mich das noch nicht so zu 100% an. Ebenfalls am 4. Oktober erscheint The Restless Dark von Erica Waters. Die Leute sagen, der Cloud Kiss Canyon sei verflucht. Er nimmt alles, was du ihm gibst. Morde, Sünden, Geheimnisse.
Vor 2 Jahren sah Lucy zu, wie der Cloud Kiss Killer in seine Tiefe sprang, nachdem er versucht hatte, sie zu ermorden. Die Schlucht nahm ihm das Leben, aber niemand fand seine Leiche. Jetzt ist Lucy zurück und nimmt an einem makabren Wettbewerb teil, der von einem True Crime Podcast veranstaltet wird, um die Überreste des Mörders zu finden. Wenn sie seine Knochen findet, hört sein Geist vielleicht auf, sie zu verfolgen. Sie ist nicht die einzige Kandidatin, die hofft, etwas zurückzulassen. Carolina mit dem süßen Gesicht hat eine Wut, die in ihr brodelt. Die freundliche, charismatische Maggie hat eine dunkle Vergangenheit, die sie lieber begraben würde. Der Canyon nimmt alles, was du ihm gibst, aber das Böse ist schwer loszulassen. Als die drei Mädchen aufeinandertreffen, wird die Jagd nach den Knochen des Mörders zu etwas mehr. Je länger sie in der Schlucht bleiben, desto mehr flüstert diese ihnen und ihren dunklen Impulsen, ihren bösen Herzen zu. Je länger sie in der Schlucht bleiben, desto einfacher ist es, dem Geflüster zu glauben und desto schwieriger ist es, sie zu verlassen. Klingt auch super, super spannend. Klingt nach einem perfekten Buch für die Halloween-Zeit, weil das so ein bisschen düsterer ist, mit so einer dunklen Macht, die in so einer Schlucht lauert. Das klingt so ein bisschen wie dieses Waiting Evil-Klischee, was ich an sich immer sehr, sehr spannend finde. Und ja, es könnte sehr, sehr spannend werden, auf jeden Fall. Ebenfalls am 4. Oktober erscheint dann noch Pretty Dead Queens von Alexa Don. Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die 17-jährige Cecilia Ellis zu ihrer Großmutter, die sie kaum kennt. Einer gefeierten Autorin, deren viktorianisches Herrenhaus so gruselig ist wie die Krimis, die sie schreibt. Oberflächlich betrachtet ist das Leben in der kalifornischen Küstenstadt ganz normal, bis die Homecoming Queen ermordet wird. Und sie ist nicht Seaviews erste ziemlich tote Königin. Mit einem freilaufenden Nachahmemörder stürzt sich Cecilia in die Ermittlungen, entschlossen, den Fall zu lösen, wie die Heldinnen in den Büchern ihrer Großmutter. Aber je mehr Cecilia in die Geheimnisse der Stadt eintaucht, desto mehr befürchtet sie, dass ihr eigenes Mysterium kein märchenhaftes Ende haben könnte. Klingt auch super spannend und auch so ein bisschen düsterer, auch perfekt für diese dunkle Jahreszeit, perfekt für irgendwie so diese Halloween-Zeit. Ich meine, es wird nicht ohne Grund jetzt im Oktober erscheinen. Also ich glaube, das könnte ein Buch sein, auch wieder, wo ich relativ kurzfristig vielleicht irgendwie zugreife. Spricht mich auf jeden Fall sehr an. Dann geht's weiter am 11. Oktober. Da erscheint If You Could See the Sun von Anne Liang. Alice Sun hat sich in ihrem internationalen Elite-Internat in Peking, wo sie die einzige Stipendiatin unter den reichsten und einflussreichsten Teenagern Chinas ist, immer unsichtbar gefühlt. Aber dann beginnt sie unkontrolliert unsichtbar zu werden. Tatsächlich unsichtbar. Als ihre Eltern die Nachricht überbringen, dass sie sich ihre Studiengebühren trotz des Stipendiums nicht mehr leisten können, hackt Alice einen Plan aus, um ihre seltsame neue Macht zu Geld zu machen. Sie wird die skandalösen Geheimnisse entdecken, die ihre Klassenkameraden wissen wollen, und zwar zu einem Preis. Aber während die Geheimnisse von kleinen Skandalen zu tatsächlichen Verbrechen eskalieren, muss Alice entscheiden, ob es sich lohnt, ihr Gewissen oder sogar ihr Leben zu verlieren. Klingt auch nach einer spannenden Geschichte, interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, zu hören, wie da so die ersten Meinungen sind. Und dann sehe ich gerade am 11. Oktober, deswegen hatte ich das, glaube ich, auch gerade irgendwie im Kopf, da erscheint nämlich tatsächlich der dritte Teil zu Lore Olympus von Rachel Smythe. Habe ich ja gerade im deutschen Teil schon angekündigt. Ich wusste, dass ich es irgendwie gesehen habe, dass der dritte Teil jetzt erscheint. Ich wusste nur nicht, dass das jetzt auch im Oktober der Fall ist. Ja, also auf jeden Fall der dritte Teil von dieser Graphic Novel Reihe erscheint dann im Englischen jetzt am 11. Oktober. Weiter geht es dann am 18. Oktober, da erscheint dann noch Nothing Sung and Nothing Spoken von Nita Tindall. Berlin 1938. Es ist der Sommer vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, doch Charlotte Kraus weiß es noch nicht. Sie kennt nur den Stromschlag, den sie jedes Mal spürt, wenn ihre beste Freundin Angelika Haas ihre Hand ergreift. Charlie würde Geli überall hin folgen und so findet sie sich eines Freitagabends in einem Underground-Club wieder, tanzt zu geschmuggelter amerikanischer Jazz- und Swingmusik und fühlt plötzlich, dass alles möglich sein könnte.
Unter dem bedrückenden Schatten des Nazi-Regimes ist die Rückkehr in den Club ein Wagnis. Aber Charlie tut es und kann der Verlockung nicht widerstehen, ein Geheimnis mit dem Mädchen zu teilen, an das sie nicht aufhören kann zu denken. Oder dem Nervenkitzel die Regeln der Partei zu missachten. Bald wird die Swing-Jugendbewegung zu mehr als einer einfachen Flucht. Es ist ein Ort, an dem Charlie und ihre Freunde Akzeptanz, Freiheit und Kameradschaft unter anderen finden, die entschlossen sind, nicht am Rande der Geschichte zu sitzen. Zunehmend verängstigt von der Verschärfung von Hitlers Macht fühlt sich Charlie zu immer größeren Widerstandsaktionen hingezogen, selbst als Geli, die Tochter eines hochrangigen Parteifunktionärs, sich zurückzuziehen beginnt. Aber den Nazis zu widerstehen ist ein gefährliches Unterfangen und der Krieg wird auf die Probe stellen, was Charlie auf Kosten ihrer Familie, ihrer Freunde und des Mädchens, das sie liebt, zu riskieren bereit ist. Klingt auch nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte, die sehr bewegend sein könnte, sehr tiefgründig sein könnte, eben auch mit viel mehr Female Romance und eben ein historischer Roman, der im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg dann eben auch schon spielt. Und das ist so eigentlich eine Zeit, die ich sehr, sehr spannend finde für Bücher und das könnte wirklich sehr, sehr ergreifend werden. Und von Nita Tindl habe ich schon mal ein Buch gelesen, das mich auch sehr bewegt hat und deswegen finde ich das jetzt auch sehr, sehr interessant. Und zu guter Letzt habe ich dann noch zwei Folgebände, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Und zwar am 18. Oktober erscheint noch Grey Warren. Das ist der dritte Teil der Dreamer Trilogy von Maggie Stiefvater. Es ist ja so eine Spin-off-Reihe zu den Raven Boys, wo es eben um einen von den Charakteren aus The Raven Boys im Zentrum sozusagen geht. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich auch nicht so unbedingt vor, aber ich wollte es trotzdem einmal gerne vorstellen. Ist eben auch der Abschluss von der Reihe. Und dann erscheint am 25. Oktober noch The Atlas Paradox von Olivia Blake. Das ist der zweite Teil zu The Atlas Six. The Atlas Six ist ja jetzt im September, ja auch auf Deutsch erschienen und jetzt erscheint eben im Englischen schon der zweite Teil. Und das sind die Neuerscheinungen, die ich für den Oktober so vorstellen wollte. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, auf welche Neuerscheinungen ihr euch so besonders freut, was euch so besonders anlacht, auch gerne Bücher, die ich nicht vorgestellt habe. Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet, dass ihr irgendwas Neues für euch entdecken konntet und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!